Jetzt zu unserem heutigen Thema. Sie kennen die Situation bestimmt. Ihr Mückenspray hält nicht das ein, was auf der Verpackung steht, und Sie werden am Sommerabend gnadenlos zerstochen. Jetzt wissen Sie vielleicht, ui, da gibt es invasive Arten. Übertragen die jetzt gefährliche Krankheiten? Muss ich mir Sorgen machen? Und unser heutiger Gast, der beschäftigt sich genau mit solchen Fragen. Und zwar ist es Alexander Mattis. Er ist Professor an der Universität Zürich und er hat ursprünglich an der ETH Zürich Biologie studiert. Er hat dann doktoriert in Mikrobiologie und hat 2 Postdoc-Jahre am Institut für molekulare Pflanzenwissenschaften an der Universität Leiden vollbracht. Seine Forschung führte ihn auch für ein Jahr nach Melbourne ans Walter and Eliza Hall Institute. Er hat ein Jahr gelebt und seit mehr als 30 Jahren ist er am Institut für Parasitologie der Universität Zürich tätig. Dort leitet er seit 2007 die Forschungseinheit Vektorentomologie. Und wie es der Name sagt, die beschäftigen sich mit Insekten, die Krankheiten übertragen. Alexander Mattis ist der erste Mensch, der mir begegnet ist, der in Interviews auf die Bedeutung, die Wichtigkeit von Moskitos, von Stechmücken hingewiesen hat. Deshalb bin ich sehr, sehr auf deinen Vortrag gespannt. Herzlichen Dank. Thema heute ist Stechmücken, dann auch ein bisschen um die Zukunft der Stechmücken. Nun, wenn Sie Stechmücken hören oder viele von Ihnen, wenn Sie Stechmücken hören, haben ein Bild vor den Augen. Nicht den Tiger, aber vielleicht die Tigermücke. Hier ein sehr schönes Bild von meinem Kollegen Francis Schaffner. Die Tigermücke, der Name sagt getigert, wunderschönes Insekt. Ist immer wieder in der Presse, ich habe da ein paar Abbildungen genommen, Tigermücke erobert Zürich, im Fricktal ist sie im Anflug gemäß der Presse, dann ganz schön da in Schaffhausen wurde die erste Tigermücke von der Lokalpresse willkommen geheißen. Das Zitat, erste nachgewiesene Tigermücke mit kleinen Beschädigungen, ich könnte das jetzt nicht als Tigermücke identifizieren, da fehlen gewisse Merkmale. Habe natürlich auch Winterthur gegoogelt, da habe ich das vom letzten Jahr gefunden, möglicherweise Tigermücke in Winterthur. Ich weiß jetzt nicht, wie die Situation dieses Jahr war. Bin nicht sicher, ob es Tigermücken waren. Wir werden das gleich sehen. Ich bezweifle es sogar. Gut. Also dann aber dieses Jahr ging es weiter. Sie sehen hier den Sonntag, Angriff der Killermücken. Und dann in Basel wurde dieses Jahr eine Tigermücken-Sprechstunde eingeführt. Also das scheint wirklich etwas abzugehen mit dieser Tigermücke. Gut, Stechmücken, was ist die Bedeutung? Es muss natürlich eine Bedeutung haben mit dieser medialen Aufmerksamkeit, die Bedeutung. Stechmücke, das gefährlichste Tier der Welt, sagt mindestens der Blick. Was sagt denn die seriöse Presse? Der Spiegel, dasselbe, gefährlichste Tier der Welt. NZZ am Sonntag, nochmal dasselbe, die gefährlichste Stechmücke der Welt. Und dieser Artikel wurde übrigens auch am meisten gelesen. Der geht nicht, sorry, muss ich noch zurück. Am meisten gelesen in dieser Ausgabe, das sehen Sie rechts oben. Also Stechmücken scheinen von Bedeutung zu sein. Und wenn alle das sagen, dann muss es wohl stimmen. Stimmt das aber auch? Woher kommt das, das gefährlichste Tier der Welt? Das kommt aus einer solchen Grafik, das sehen Sie für 2015. Die tödlichsten Tiere für den Menschen natürlich, ist ja meistens ist alles menschzentriert. Da sehen Sie, die Stechmücken sollen da 830.000 Menschen umgebracht, ermordet haben. Der Mensch selber hat 580.000 Menschen umgebracht. Dann sehen Sie rechts oben Schlangen, 60.000 Giftschlangen. Das ist eine vernachlässigte Tropenkrankheit. Da sterben sehr viele Leute an Schlangenbissen. Das ist wirklich völlig vernachlässigt. Ganz unten sehen Sie dann auch, 6 Leute sind durch Haifischattacken gestorben. Also Stechmücke mit Abstand am meisten. Bienenstiche, auch 60 Leute, andere Insekten. Aber was ist davon zu halten? Und Stechmücken, das kennen Sie natürlich, das sind Überträger, man nennt das Vektoren von ganz vielen Krankheitserregern. Ich habe einige aufgeführt. Dengue, West Nile-Virus, werde darauf zurückkommen. Dengue, immer wieder in der Presse, großes Problem weltweit, komme darauf zurück. Sie kennen natürlich Malaria, auch von Stechmücken übertragen. Es gibt sogar Würmer, die von Stechmücken übertragen werden. Dirofilare, Herzwurm des Hundes. Wenn Sie einen Hund haben, in den Süden reisen, dann müssen Sie an diesen Herzwurm des Hundes denken, durch Stechmücken übertragen. Gut, es gab aber kürzlich dann zu diesem Thema das tödlichste Tier, ein Artikel von dem Kollegen Prudencio aus Portugal.
Fairness to Mosquitoes, also quasi Gerechtigkeit für Stechmücken. Was hat er geschrieben? Er hat geschrieben, es ist noch nie ein Mensch an einem Mückenstich gestorben. Im Gegensatz zu einem Bienenstich, da können sie sterben, an einem Mückenstich ist noch niemand gestorben. Natürlich an den Krankheitserregern oder Krankheiten, die übertragen werden. Aber er schreibt dann eben, Stechmücken können ebenso wenig als Mörder beschuldigt werden, wie wenn sie SARS-CoV-2 unwissentlich weitergegeben haben an eine ältere Person. Also so viel mal zum Thema, das gefährlichste Tier der Welt. Aber da war doch was letztes Jahr wieder im Blick. Also ich lese das nur online oder wenn die Schlagzeilen mir passen natürlich. Pilotenschülerin stirbt nach Mückenstich. Also habe ich nicht die Wahrheit gesagt. Man kann das natürlich dann in der medizinischen Literatur kann man das nachlesen. Die richtigen Hintergründe. Diese Dame hat eine sogenannte septische Embolie, also verstopfte Hirngefäße aufgrund einer bakteriellen Erkrankung, Infektion mit diesem Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus, das sind Bakterien, die haben etwa 30% der Leute im Gesicht oder in der Nase. Und diese Dame hat wahrscheinlich eben, weil es gejuckt hat, hat sich gekratzt an dieser Stechmückenstichstelle, hat dieses Bakterium eingerieben und hat dann eine solche Infektion durchgemacht und eben das Pech gehabt, dass sie gestorben ist. Also wiederum die Stechmücke nicht schuld, sondern hier eben der Insektenstich war die Eintrittspforte, weil es eben juckt, kratzt man sich. Gut, also schauen wir es nochmal an. Also man müsste das korrigieren, das stimmt nicht. Das tödlichste Tier ist und bleibt der Mensch, für den Mensch. Gut, also Bedeutung, wir haben es schon besprochen, Vektoren, Vielzahl, andere Bedeutung sind durch Lästlinge, sie können sehr lästig sein. Und dann eben, sie sind Blutsauger und es gibt Leute, die dann reagieren mit solchen lokalen Hautreaktionen. Es gibt Leute, die reagieren stark, andere reagieren überhaupt nicht. Das ist so, also das sind so die Bedeutungen. Ganz kurz die Entwicklung zu den Stechmücken. Die Adulten legen Eier, dann im Wasser entwickeln sich 4 Larven. Ich habe Ihnen dann auch lebende Larven mitgebracht, dass Sie das nochmal von der Nähe anschauen wollen können. Es gibt eine Puppe, dann schlüpfen die Adulten. Und der Zyklus hat sich geschlossen. Die Entwicklung ist in stehendem Wasser, nicht im Fließgewässer. In stehendem Wasser kommt darauf zurück. Und das wissen Sie, wenn es günstige Temperaturen hat, Sommer, hohe Temperaturen, es regnet viel, dann geht es explosionsartig. Ein solcher Zyklus geht dann vielleicht 10 Tage. Ein Weibchen legt mehrere hundert Eier. Das gibt dann eine explosive Bevölkerungsentwicklung. Das gibt dann eben solche Schlagzeilen hier aus Aargau, aus Margau, eben nach dem Regen kommt die Mückenplage. Das ist soweit so trivial. Gut, eben ich habe gesagt, die entwickeln sich im stehenden Wasser und sie entwickeln sich im temporären Wasser, also nicht Dauergewässer. Ich zeige Ihnen das gleich, das sind so natürliche, temporäre Gewässer, so Überschwemmungen, dann große Überschwemmungen, dann einen Flusslauf. Es gibt auch solche Astlöcher, die Sie rechts sehen, also wenn bei Laubbäumen ein Ast abfällt, dann gibt es dort ein Loch und dort kann sich Regenwasser ansammeln. Und schauen Sie mal beim nächsten Waldspaziergang im Sommer, dort drin hat es dann Stechmückenlarven und natürlich eine Vielzahl anderer Insekten. Also das sind so die natürlichen Habitate, wo sie sich entwickeln. Und dann natürlich gibt es eine Vielzahl künstliche, alles was Plastik ist, was draußen ist. Und es regnet, gibt natürlich eine solche temporäre Wasserpfütze. Da so eine Fahrrinne, wo sich dann ein bisschen Wasser sammelt, wenn das etwa eine Woche stehen bleibt, dann reicht das, dass sich Stechmücken entwickeln können. Also all diese kleinen künstlichen oder natürlichen temporären Pfützen. Es gibt keine Entwicklung von Larven in belebten, ständigen Gewässern. Also in Seen hat es keine Stechmückenlarven. In ihrem Biotop im Garten, wenn das belebt ist, gibt es auch keine Stechmückenlarven, weil dort gibt es einfach sehr viele Fressfeinde. Fische, Salamander und so weiter. Gut, an Bedeutung, wir haben jetzt gehört, eben Lästlinge, Überträger, gibt es auch positive Aspekte von Stechmücken? Bitte? Genau, ja, so. Ja, sie sind in der Nahrungskette, also in der Natur, außer der Mensch, sind alle Organismen in der Nahrungskette mit einbezogen. Natürlich auch, wir haben das schon besprochen eben, Larven werden gefressen, auch von Wasserkäfern, eine Vielzahl von anderen Organismen. Die Adulten werden gefressen, Sie sehen eine Libelle, die da eine adulte Stechmücke sich schnappt, Frösche fressen, Mücken, natürlich eben die Vögel. Und sogar die Eier werden zum Beispiel von Ameisen gefressen. Also das ist der positive Aspekt. Es gibt noch mehr positive Aspekte von Stechmücken. Stechmücken werden wir gleich sehen, die nehmen Nektar aus Blüten und für gewisse Blütenpflanzen sind das wichtige Bestäuber.
nicht die wichtigsten, also nicht zu vergleichen mit Bienen natürlich, aber das ist eine weitere Funktion. Und es gibt sogar Leute, die sagen, dass die Larven, die filtern so Mikroorganismen und so organischen Abfall aus den Gewässern, das ist eigentlich eine Wasserreinigung, was die machen. Also so viel zu den positiven Aspekten von den Stechmücken. Gut, das sind Stechmücken, ein Männchen und ein Weibchen. Welches ist das Männchen, welches ist das Weibchen? Sie sehen, beide haben die ähnlichen Stechwerkzeuge und sie wissen vermutlich schon, dass nur die Weibchen Blut saugen, die Männchen nicht. Was ist da der Unterschied? Eben die Stechwerkzeuge oder die Mundwerkzeuge sind es nicht. Was Unterschiede sind, sind diese Antennen. Die sind eher karg links und eher buschig rechts. Und dann ist die Frage Männchen, Weibchen. Das Männchen muss das Weibchen aufspüren können, also hat das bessere Sensorium, hat die besseren Antennen. Also rechts ist das Männchen, links ist das Weibchen. Also so können Sie Stechmücken erkennen. Ich habe auch dann ein paar Stechmücken mitgebracht in diesem Käfig. Da können Sie dann versuchen, ob Sie eben Männchen, Weibchen unterscheiden können, aufgrund dieser buschigen Fühler. Ich habe schon erwähnt, eben die Männchen, die nehmen kein Blut, die nehmen nur solche Zuckersäfte auf. Die Weibchen nehmen auch solche Zuckersäfte auf. Und eben zusätzlich stechen die Weibchen noch, nehmen noch eine Blutmahlzeit. Ich bin Parasitologe, also im Institut für Parasitologie, und das ist jetzt ein schönes Beispiel, wie sich eben der Parasitismus entwickelt hat. Viele parasitische Organismen haben freilebende, nicht-parasitische Organismen, und dann ist natürlich spannend, wieso sind jetzt sie plötzlich parasitisch geworden, oder welche Stufen haben die durchlaufen, um parasitisch zu werden. Also hier das Weibchen nimmt mit diesem Saugröhrchen quasi nimmt es Nektar auf, und eben Blut, und das ist eine Arbeit, die auch nicht so lange erschienen, die zeigt, die Fotos sind nicht extrem gut, wenn Sie rechts oben schauen, wie eben diese Stechmücke direkt ins Blatt hineinsticht. Also die sticht wirklich die Pflanze an, um da Pflanzensaft rauszunehmen, nicht nur Nektar, sondern wirklich Pflanzensaft. Und irgendwann haben die Weibchen entdeckt, wenn sie eben auch Wirbeltiere anstechen, dann kriegen sie viel mehr Eiweiße, viel mehr Proteine, was sehr viel mehr Eiproduktion zulässt. Also das ist die Entwicklung von Pflanzensaugern. Irgendwann haben sie entdeckt, man kann auch Menschen stechen, Tiere stechen, und es gibt eine viel effizientere Vermehrung. Gut, eben, Stechmücken sind sehr effizient, weil sie sehr direkt in die Blutgefäße reinstechen können. Ich habe jetzt hier das schematisch, Sie sehen diesen Stechrüssel, und der ist vorne biegbar. Das sehen wir jetzt gleich, das sehen Sie dort rechts oben ein Bild und hier ein kurzer Film. Da sehen Sie, wie dieser Stechrüssel, das wurde ein Ohr von einer Maus gefilmt, dieser Stechlücke reingeht, der sucht jetzt ein Blutgefäß, biegbar, findet noch nichts, zieht sich wieder etwas zurück, biegt sich in die andere Seite, geht wieder weiter, probiert und probiert. Jetzt hat es geklappt und er saugt dieses Blutgefäß leer. Das ist ein, so wie die Stechmücke Blut saugt. Also wirklich ganz präzise in das Blutgefäß rein. Gut, Stechmücken der Welt, was haben wir da? Sie sehen da 3.500 Arten, aus in der Antarktis kommt das überall vor. Es gibt einige Inseln, Island hat keine Stechmücken. Hawaii, dort wurden die Stechmücken eingeschleppt, durch den Menschen natürlich. 60% der Arten können auch am Menschenblut nehmen. Wir werden sehen, es gibt aber nur sehr wenige Stechmücken, die wirklich eine Bedeutung haben. Und eben nur 10% der Stechmücken können Krankheitserreger beim Menschen übertragen. Also nur die Minderheit. Sie sehen in Europa 100 Arten, in der Schweiz etwa 40 Arten, die habe ich hier aufgelistet. Und jetzt in grün habe ich die häufigen einheimischen Arten aufgelistet, das sind nur ganz wenige. Ich möchte nur auf eine eingehen, das ist die ich hier fett gedruckt habe, Culex pipiens, etwa 60% der Stechmückenbiomasse in der Schweiz sind diese einzige Art. Das ist mit Abstand die häufigste Art. Die sieht so aus, etwas unscheinbar, ich habe sie auch hier mitgebracht dann. Die gemeine Stech- und Hausmücke, das kennen Sie, Schlafzimmer nachts, summt etwas, das ist dann diese die gemeine Stechmücke. Die kommt in der ganzen Halbkugel vor, wurde vom Menschen dann natürlich überall hin mitgeschleppt, mittlerweile auf der ganzen Welt vorhanden. Das Bruthabitat, wo die Larven sich entwickeln, ist sehr anspruchslos. Sie sehen, die nehmen quasi links destilliertes Wasser bis zu einem Gülleloch. Überall brüten sie, andere Stechmücken sind da viel wählerischer, also die ist nicht sehr wählerisch.
Ich habe es erwähnt, eben in der Dämmerung ist sie aktiv oder eben nachts, meistens draußen und eben, wenn sie Pech haben, auch in den Schlafzimmer drin und bringt sie um ihren Schlaf. Etwas Spezielles ist die Überwinterung. Das ist ja immer wichtig in unseren Breitengraden. Wie überwintert ein Organismus? Da gibt es verschiedene Strategien. Diese Hausmücke, da überwintern die Weibchen. Ursprünglich war das in Höhlen natürlich. Mittlerweile sind das in Kellern. Also wenn Sie im Winter im Keller eine Stechmücke sehen, ist das eine Culex pipiens, eine Hausmücke, und die sticht nicht. Die ist in der Winterruhe. Sie ist zwar dort, aber sie wird sie nicht stechen. Wirtspräferenz, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Man nennt das opportunistisch. Es ist quasi egal, was ihr vor den Schnabel kommt. Sie sticht, was gerade zur Verfügung steht. Das habe ich hier nochmal illustriert, dass eben natürlich nicht nur der Mensch wird von Stechmücken gestochen, auch Katzen werden gestochen rechts. Dann der Vogel hier am Auge, wo er nicht gefiedert ist. Und es gibt sogar eben Stechmücken, die Amphibien stechen, die Frösche stechen. Die meisten, also Stechmücken, sind sogenannte Opportunisten. Eben, sie stechen, was gerade vorhanden ist. Es gibt ganz wenige, die sind wählerisch. Ich werde ein Beispiel zeigen. Es gibt solche, die fast ausschließlich den Menschen stechen. Und es gibt eben solche, die auch Amphibien stechen. Interessant, ich werde dann zeigen, wir locken Stechmücken durch unseren Körperduft an. Stechmücken, die Frösche stechen, werden durch ihr Quaken angelockt. Das ist auch noch ein interessanter kleiner Aspekt. Gut, dann gehen wir zurück. Bedeutung, es sind einfach bestimmte Kategorien, mit denen man diese Stechmücken charakterisieren kann. Es sind vor allem Lästlinge, und eben werden sehen, dann die können auch gewisse Krankheitserreger übertragen, die bei uns Bedeutung haben werden, sage ich mal. Gut, dann eben das andere sind, und Rön hat es erwähnt, diese sogenannten invasiven Arten, diese gebietsfremden Arten, die relativ neu bei uns sind, die sich auch ausbreiten. Dann ist eben das eine, diese Aedes albopictus, diese Tigermücke. Und das andere ist diese Aedes japonicus, die sogenannte Buschmücke. Ich werde zuerst auf die erstere eingehen. Hier sehen Sie sie noch zusammen. Rechts diese Hausmücke, das unscheinbar klein, die Tigermücke, eben getigert, gleich klein, und dann die Buschmücke, viel größer. Und ich würde wetten, Sie haben zwei Buschmücken erledigt diesen Sommer. Und die sind sehr geringelt, die Buschmücke ist auch geringelt, hat einen harmlosen Namen, Tigermücke tönt gefährlich, Buschmücke tönt nicht so gefährlich, sind geringelt, aber eben, es gibt auch einheimische Mücken, die so geringelt, getigert sind. Sie sehen hier links diese Ringelmücke, Culiseta annulata, eine einheimische, sehr große Mücke, die eben auch so geringelt ist. Gut, warum sind, das ist doch interessant, warum sind Mücken dieser Gattung Aedes invasiv und nicht andere Mücken? Das hängt mit ihrer Biologie zusammen. Die legen die Eier irgendwo beim Wasser ab, oberhalb der Wasserkante. Typisch ist so ein Pnö, da hat es immer Wasser drin. Das bringen sie auch nicht raus aus dem Pnö, wie sie den auch drehen und wenden. Die legen die Eier ein bisschen oberhalb ab, und dann, wenn beim nächsten Regen das Wasser steigt, dann schlüpfen die Larven aus diesen Eiern und können sich dann in diesen Wasserpfützen entwickeln. Die Eier sind aber trockenheitsresistent. Also die können ein Jahr, zwei Jahre können die überleben, ohne dass sie eben absterben im Trockenen. Aedes, und können natürlich entsprechend dann durch den Menschen in der ganzen Welt hin transportiert werden. Die anderen Mücken, die legen die Eier direkt aufs Wasser, die Larven schlüpfen dann sofort, und wenn dieses Wasser austrocknet, dann sind die Larven tot. Also das ist der Unterschied in diesen Aedes-Mücken gegen alle anderen Mücken, diese trockenheitsresistenten Eier, die eben eine Verbreitung durch den Menschen einfach machen. Das nutzen wir, um eben diese invasiven Arten zu überwachen. Das geht ganz einfach. Sie nehmen irgendein Gefäß mit Wasser, und wir nehmen dann typischerweise solche Polystyrenblöcke, legen die drauf, und eben die Weibchen legen dann die Eier an diese Polystyrenblöcke, und jeder dieser Punkte ist ein solches Ei. Ich habe solche Blöcke mitgebracht. Wenn Sie möchten, können Sie eins mitnehmen, oder Sie können irgendwas anderes im nächsten Sommer auf Ihrer Terrasse, auf Ihrem Balkon aufstellen, und dann können Sie sagen, ob Sie solche Aedes-Mücken bei sich haben. Gut, diese Aedes japonicus, jetzt eben, das ist diese erste invasive Mücke, diese japanische Buschmücke. Die kommt in einer kühlen Zone vor, ursprünglich aus Asien. Die wurde dann 2007 in Kanton Aargau, in Lenzburg. Bei Lenzburg wurde die das erste Mal
berichtet. Und so haben sich die Leute beklagt, dass sie Mückenplagen haben, was sie vorher nicht gekannt haben. Wir haben dann die Ausbreitung verfolgt und Sie sehen da 2008, das hat sich dann in konzentrischen Kreisen, hat sich diese Stechmücke in der Schweiz ausgebreitet. Mittlerweile ist sie in ganz Zentraleuropa vorhanden, auch im Baskenland, in Spanien seit letztem Jahr. Und weltweit, sie stammt ursprünglich, Sie sehen dort rechts in Blau aus Japan und Korea in Europa und sie wurde auch in die USA verschleppt und hat diese beiden Kontinente also besiedelt. Bruthabitat, eine Vielzahl von künstlichen Gewässern, das Bild rechts unten, das stammt in der Nähe von Zürich, diese kleinen Pfützen, das war voll mit Larven von dieser japanischen Buschmücke. Die ist jetzt tagsaktiv, also wenn Sie in den Wald gehen, ich gehe davon aus, Winterthur hat auch diese Mücken, wenn Sie in den Wald gehen, stehen bleiben, dann werden Sie Bekanntschaft machen mit dieser Mücke. Am Tag, nicht in der hellen Sonne, aber im Schatten, im Wald, werden Sie diese Buschmücke kennenlernen. Die überwindet jetzt als Ei, also nicht das Weibchen, sondern die Eier überwinden, das ist das Normale bei Stechmücken. Auch hier wieder Opportunist, Lästling und Vektor. Ähnlich wie wir es vorher gesehen haben bei der Hausmücke. Das Spezielle, kommen wir nachher darauf zurück, die entwickelt sich eben schon bei sehr kalten Wassertemperaturen. Sie ist wirklich adaptiert an ein kühles Klima. Wir werden nachher sehen, bei der Tigermücke ist das eben ein bisschen anders. Also 4 Grad bei sehr kaltem Wasser entwickeln sich die Larven bereits. Bei uns, das Interessante ist, in Japan, wo sie herkommt, ist sie ganz, ganz selten. Wenn man Berichte liest, so Mückenüberwachung, Monitoring, da kommt ja fast nicht vor. Bei uns ist sie die dritthäufigste Mückenart bereits in der Schweiz. In Zürich ist sie die häufigste Mückenart. 60% der Mückenbiomasse in der Stadt Zürich hat eine Doktorandin gemacht. Wie kann man das herausfinden? Es gibt einen Ansatz, den nennt man Human Landing. Man nimmt 3 Studierende, steckt die in solche Astronautenanzüge. Sie müssen den Vorderarm frei machen und dann zählen sie, wie viele Mücken das da landen. Haben wir gemacht und Sie sehen, dann in 10 Minuten kamen da 55 von dieser Buschmücke und 2 einheimische Eudesarten. Das ist ethisch vertretbar, weil wir zurzeit keine Krankheitsübertragung haben von Stechmücken. Sonst könnte man das nicht machen. Gut, also diese Mücke ist invasiv, häufig, die kann man nicht mehr eliminieren. Dennoch hat der Kanton Zürich, das Amt, das AWL hat das versucht in einem Pilotprojekt. Sie haben da 3 Kontrollgemeinden genommen und 3 Testgemeinden. In diesen Testgemeinden hat man die Bevölkerung informiert mit solchen Flyers, die Sie rechts sehen können, hat die Bevölkerung aufgefordert, eben alle stehenden Gewässer, diese Bruthabitate auszuleeren oder abzudecken, wenn sie ein Wassergefäß haben und dann in Bruthabitaten, wo man nicht dazukommt, eben wie solche Dohlen, solche Gullis. Da hat man dann ein Larvizid reingestreut, also ein Insektizid, das spezifisch Stechmückenlarven abtötet. Das hat man gemacht, ein Jahr lang, und hat gesehen, man konnte die Population halbieren, aber man kann sie nicht eliminieren. Man kann die nicht mehr eliminieren. Gut, jetzt aber die Tigermücke. Tigermücke, sehr schön, das typisch ist dieser Streifen auf dem Rücken, auf dem Thorax und andere Merkmale, machen sie sehr leicht erkennbar. Wir gehen wieder ganz kurz diese Qualitäten durch. Die kommt jetzt aus den Tropen oder aus dem warm gemäßigten Klima. Ursprünglich aus Südostasien, Malaysia, Südostasien, Indien. Hat sich dann in Europa verbreitet. Sie wurde 1990 in Genua eingeschleppt mit einer Schiffsladung wiederum. Trockenheitsresistente Eier, die wurde dort eingeschleppt. Hat sich dann verbreitet. Sie sehen da 2000, 2005, 2011. Kam dann auch 2003 ins Tessin, hat sich vom Südtessin in den Norden, in die Magadino-Ebene kommt sie heute vorausgebreitet und mittlerweile ist sie im ganzen Mittelmeerraum vorhanden bis nach Mitteleuropa. Also eine invasive Mücke, innerhalb von relativ wenigen Jahren hat sie wirklich Europa da besiedelt oder den südlichen Teil. Bruthabitate, natürliche und künstliche Kleinstgewässer wieder. Die Kleinstgewässer rechts kennen Sie, links sehen Sie so abgebrochene Bambusstangen. Da sammelt sich ein bisschen Wasser an und das reicht bereits als Bruthabitat für diese Mücken. Dann gibt es diese Pflanzen, sind nicht Bromelien, ich weiß nicht, wie die heißen. Weiß das jemand? Bitte? Ja, genau, okay. In den Tropen, subtropischen Ländern, wenn die verblüht sind, dann bleiben diese Fruchtstände und die machen solche Gefäße. Sehen Sie das? Da kann sich auch wieder Wasser ansammeln. Das ist auch wieder ein Bruthabitat für diese Tigermücke.
die ist jetzt tagsaktiv draußen, wirklich nur tags. Also wenn Sie kürzlich mal in Italien waren, dann kennen Sie die Tigermücke. Man kann nicht draußen sein tagsüber oder man muss sich entsprechend schützen, weil die ist wirklich aggressiv am Tag. Am Tag. Ja. Sie überwintert als Eier, aber die Eier sind wenig frostresistent. Das sage ich immer, solange wir vernünftige Winter haben, wird die kein Problem bei uns sein. Ich komme darauf zurück. Wiederum Opportunist, habe ich eine schöne Studie gefunden aus La Réunion. Die haben untersucht, woran füttern die diese Tigermücken. Sie sehen Huhn, Mensch, Hund, Rind, Nager bis zu Gecko und Chamäleon. Also wirklich, was denn vor den Schnabel kommt, das stechen sie und nehmen eine Blutmahlzeit. Und eben jetzt hier sehen Sie, die Larvenentwicklung ist erst ab 11 Grad. Nicht ab 4 Grad wie vorher, ab 11 Grad, das ist relativ warm schon. Gut, Bedeutung eben in der Presse ist ein Vektor. In der Fachliteratur wird sie als sekundärer Vektor bezeichnet, eben für viele Viren wie Dengue und so weiter. Wenn es ein sekundärer Vektor ist, dann muss es auch einen primären Vektor geben. Was ist dann der primäre Vektor? Der primäre Vektor ist eine andere Mückenart. Das ist diese Gelbfiebermücke Aedes aegypti. Das ist wirklich eine tropische Mücke. Sie sehen, die kommt dort vor, wo die Durchschnittstemperatur in der kältesten Jahreszeit 10 Grad ist. Das ist so Nordafrika, knapp Südeuropa. Die kommt wirklich nur in tropischen Gebieten vor. Vor der müssen wir keine Angst haben. Und sie ist der beste Vektor, weil die jetzt ausschließlich den Menschen sticht. Und das ist natürlich dann viel effizienter. Also die sticht fast praktisch nur den Menschen. Die ist sehr stark auf den Menschen fokussiert und deshalb ist sie mit Abstand der beste Vektor. Und das ist übrigens auch das Tier, das immer wieder abgebildet wird. Das ist das gefährlichste Tier der Welt. Das ist sicher die gefährlichste Stechmücke. Gut, die Bedeutung eben, die wurde 1990 eingeschleppt und 20 Jahre lang war es ein bisschen lästig und so weiter, aber dann plötzlich gab es die ersten Übertragungen von tropischen Krankheitserregern in Europa. Also Leute wurden infiziert, das war in Kroatien, im Mittelmeerraum, Kroatien, Italien, Südfrankreich, die eben nicht in diesen Endemiegebieten waren, das ist dann Brasilien, Indien und so weiter, und die wurden infiziert von Stechmücken und haben ihr Land nie verlassen. Und eben dann, das war dann die, nach dieser ersten lokalen Übertragung, eben dann der Titel war dann From Bad Dream to Reality, also vom Albtraum zur Realität. Jetzt haben wir also diese tropischen Krankheitserreger in Europa. Nun, da muss ich etwas zu dieser Vektorübertragung sagen. Also eine frisch geschlüpfte Stechmücke, die hat diese Krankheitserreger nicht in sich. Das hat sie nicht in sich. Eine Stechmücke nimmt mehrmals Blut, das heißt bei einer ersten Blutmahlzeit nimmt sie bei einer infizierten Person mit der Blutmahlzeit nimmt sie diese Viren auf. Diese Viren, die müssen sich dann vermehren im Körper der Stechmücke, müssen in die Speicheldrüse quasi wandern. Das ist natürlich temperaturabhängig, Klimawandel, temperaturabhängig, aber das braucht ein paar Tage, das braucht 7 bis 10 Tage, bis diese Viren wieder in der Speicheldrüse sind und dann bei der nächsten Blutmahlzeit, dann werden diese Pathogene übertragen. Also eben das nicht automatisch, nicht jede Stechmücke beherbergt diese Pathogene, sondern eben erst nachdem sie Blut genommen hat. Und eben das Typische ist dann, Übertragung von solchen tropischen Krankheitserregern. Eine Person kommt aus den Ferien zurück, in Brasilien, typischerweise jetzt mit Dengue oder Indien, ist krank, sitzt auf dem Balkon, wird dort gestochen und dann kann es sein, dass eben diese Tigermücke dieses Pathogen überträgt. Wenn sie denn bei der nächsten Blutmahlzeit einen Menschen sticht und nicht ein Chamäleon oder ein Hund. Eben deshalb ist diese Übertragung nicht sehr effizient. Dengue ganz speziell, das ist das Erstaunliche, da gab es eine extreme Zunahme in den letzten Jahrzehnten. Sie sehen, 2000 hat man geschätzt, dass es weltweit etwa 500.000 Fälle gab. 2019 war es 10-mal mehr Fälle. Es ist nicht ganz klar, weshalb diese massive Zunahme gegeben hat. Können wir vielleicht sonst nachher diskutieren. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat reagiert. Sie hat eine globale Strategie entwickelt, um das zu kontrollieren, mit dem relativ bescheidenen Ziel, die Anzahl Ansteckung bis 2030 um bloß 25% zu reduzieren. Das ist nicht sehr ambitiös, aber es ist wahrscheinlich realistisch. Gut, dann eben, ich habe es gesagt, Leute reisen wie verrückt. In Europa werden pro Jahr etwa
2000 Fälle diagnostiziert von Dengue. In der Schweiz sieht das so aus, ich habe das über die Jahre aufgeführt. Sie sehen, das hat seit 2009 massiv zugenommen, bis 2019, dann kam Covid, die Leute sind viel weniger gereist und jetzt sind die Zahlen von letzter Woche, sind es wieder 170 diagnostizierte Dengue-Fälle in der Schweiz. Also es werden relativ viele solche Fälle werden importiert, Ferienmitbringsel, Leute mitbringen aus tropischen Ländern. Und da muss ich gleich dazu sagen, die Mehrzahl von Dengue-Infektionen sind eigentlich sehr mild, also die werden gar nicht diagnostiziert. Also die Anzahl der Dunkelfälle, oder die, ja, Dunkelfälle ist sehr hoch. Sehr viele Leute haben ein bisschen grippeähnliche Symptome, die werden gar nicht zum Arzt gehen und Dengue die auch nur diagnostizieren lassen. Also nur ein kleiner Teil wird überhaupt diagnostiziert. Gut, eben, wie ging das dann weiter? 2010 die erste Übertragung. Ist das explodiert dann in Europa? Ist es nicht? Sondern man hat gesehen, dann gab es jährlich so ganz vereinzelte Übertragungen im Mittelmeergebiet. Wiederum Leute eingereist, erkrankte Leute, infizierte Leute. Und dann gab es vielleicht 3 Fälle, dort mal vielleicht 8 Fälle, aber nicht mehr. Nicht Dutzende von Fällen oder Hunderte von Fällen. Und die Schlussfolgerung dann war, dass eben wiederum die Tigermücke ist kein effizienter Vektor für diese Dengue und auch nicht für andere Viren. Also das schon mal eben, wir müssen wirklich keine Panik haben vor dieser Tigermücke und kommen gleich darauf zurück. Gut, wie weit kann sich die Tigermücke noch verbreiten? Da gibt es eine Faustregel, das sehen Sie dort im Gebiet, wo sie vorkommt. In Japan, der rote Strich, das ist gerade die Höhe von Fukushima zufällig, kennen Sie Leute. Bis dort kommt die Tigermücke natürlicherweise vor und dort ist die Jahresdurchschnittstemperatur etwa 12 Grad. Das ist so die Faustregel, Jahresdurchschnittstemperatur 12 Grad, dort kommt die Tigermücke vor. Gut, schauen wir uns das für die Schweiz an. In der Schweiz gibt es, von Meteo Schweiz gibt es die sogenannten Klimanormwerte. Das sind die Durchschnittstemperaturen über 30 Jahre, also nicht die letzten 2 Jahre, ich lese es jetzt, über 30 Jahre. Das sind die sogenannten Klimanormwerte. Letzten 30 Jahre, 91 bis 2020 für Zürich. Winterthur habe ich nicht gesucht, aber ist wahrscheinlich sehr ähnlich. Ja. Ist also 9,8 Grad, also noch deutlich unter diesen 12 Grad. Aber Sie wissen, dass wir, wenn wir die letzten Jahre anschauen, 2018 war das wärmste Jahr seit Messbeginn, dann 2021 war wieder im Rahmen, in diesen 9,6 Grad 2021 und letztes Jahr wiederum das wärmste Jahr seit Messbeginn, also sind wir wirklich bald nahe bei diesen 12 Grad. Klimawandel. Basel ist etwas wärmer auch. Da sehen Sie diese Normwert, diese Durchschnittstemperatur ist knapp 11 Grad. Letztes Jahr waren es 12,6 Grad, also wirklich deutlich über dieser Grenzwert. Lugano, das Zytesin war schon immer warm genug für die Tigermücke. Das ist gar keine Frage, dass die Tigermücke im Tessin existieren kann. Zum Vergleich, Rom hat eine Durchschnittstemperatur von fast 16 Grad. Gut, wie sieht es aus mit den Populationen in der Schweiz von dieser Tigermücke? Tessin, da gibt es eine Studie, Pi Müller, da vom Tropeninstitut. Ich habe ihre Zahlen hochgerechnet aus Lugano. Und bei dieser Studie kann man hochrechnen, dass es etwa 100 Tigermücken pro Einwohnerin und Einwohner gab. Das ist beträchtlich. Ja? Dann gibt es eine zweite Studie, da ist Eleonora Flaccio dabei. Sie ist so die führende Forscherin im Tessin zur Tigermücke. Da sehen Sie, das sind 5 Gemeinden um Lugano herum. Wenn Sie die mittlere anschauen, Muzzano, der hellgraue Balken, der zeigt, wie viele Tigermückenstiche eine Person pro Tag hat. Und das sind etwa 12 Stiche pro Person pro Tag. Es gab vor einiger Zeit eine Studie aus Italien, da wurde eine Umfrage gemacht, ab wie viel Mückenstichen sich Personen gestört fühlen. Was denken Sie, was würde Sie, wie viele Mückenstiche würden Sie tolerieren pro Tag? Was würde Sie stören? Was würden Sie tolerieren, oder? Null? Null, ja, null. Null. Zero Tolerance, ja. Ja? 2, ja? 5, ja, gut. 5 war das genau das Ergebnis aus Italien. Sie haben auch unterschieden Mann und Frau. Was denken Sie? Kein Unterschied. Kein Unterschied. Für einmal kein Unterschied, ja? Okay. Gut, also wirklich das sind beträchtliche Anzahl. Nördlich der Alpen, da macht Gabi Müller, macht seine Überwachung beim Garparkplatz am Silke, stellt da Fallen auf und Sie sehen also, dass nichts, es gibt auch keinen Hinweis, dass es in der Stadt Zürich
Populationen hat, also Stadt Zürich ist nicht. Basel, das macht das kantonale Labor in Basel. Da sehen Sie, die haben ein bisschen mehr Mücken gefangen. 2022 waren es sehr viele, davon aber fast alle in einem Schrebergarten, der da an der Grenze war. Über der Grenze ist der sogenannte Tierzoll. Also sind diese Lastwagen, die plombiert durch Europa fahren und erst im Bestimmungsland müssen sie die Ladung zeigen. Also die Lastwagen, die in Frankreich, die Frankreich als Zieldestination haben, die müssen dort ihre Ladung zeigen. Wenn sie aus Süditalien kommen oder aus dem Süden, dann haben sie natürlich Stechmücken drin. Die gehen raus und können sich dann im Sommer natürlich vermehren in dieser Gartenanlage. Die heißt, ja, okay, gut. Also das ist typisch eben so, diese Tigermücke nördlich der Alpen kommt bei den sogenannten Eintrittspforten vor, also dort eben, wo viel Güter, Menschen ankommen aus dem Süden. Gut. Das ist die Situation. Da gibt es natürlich mathematische Modelle. Man kann das versuchen zu berechnen. Wo kann die Tigermücke überall vorkommen? Da fällt mir immer das in den Sinn. Alle Modelle sind falsch, einige sind nützlich. Es gibt sehr viele Modelle. Das Beste ist aus den UK ursprünglich und die haben diese Faktoren in Bezug genommen. Berücksichtigt Temperatur eben ab 11 Grad. Es muss Wasser haben, dass es Niederschlag, damit es Brutplätze gibt. Es ist besser, wenn es viele Leute hat. Da gibt es viel mehr Plastik. Das ist wichtig. Also je dichter die Bevölkerung, desto besser für die Tigermücken. Und sie haben auch die Diapause berücksichtigt. Nun, was ist die Diapause? Die Diapause, das ist eine fixierte, genetisch fixierte Überwinterungsmechanismus. Und das bedeutet, wenn die Tage kürzer werden, dann gehen diese Organismen in einen Überwinterungsmodus über. Sie kennen das, im Äquator sind die Tage immer 12 Stunden. In Winterthur schwankt das im Winter von 8,5 Stunden bis zu 16 Stunden. Je weiter nördlicher sie kommen, desto mehr geht das auseinander. Und wenn die Tage kürzer werden, das ist natürlich viel der verlässliche Indikator, dass der Winter kommt, wie die Temperatur, die sehr stark schwanken kann. Bei der Tigermücke weiß man, dass die ab etwa 13 Stunden geht in diesen Überwinterungsmodus. Das ist in Zürich oder in Winterthur etwa am 22. August. Das heißt, dann legen die Weibchen Eier, die überwintern. Auch wenn die Temperatur noch hoch genug wäre, gibt es keine zusätzliche Population mehr. Also jetzt zum Beispiel dieser Herbst war ja absurd warm. Wir hatten ja bis Mitte Oktober hatten wir Sommertemperaturen und trotz diesen hohen Temperaturen gab es keine weiteren Populationen von der Tigermücke, weil die bereits in der Winterschlaf sind, in der Winterpause sind. Gut, also die haben das modelliert mit diesen Faktoren. Da sehen Sie jetzt, blau ist ungeeignet, rot ist geeignet. Sie sehen also nördlich der Alpen, das ist mit diesem Modell nicht geeignet. Zürich ist nicht geeignet, Winterthur ist nicht geeignet für die Tigermücke mit diesem Modell. Gut, dann, das ist dann meine Schlussfolgerung. Tigermücken nördlich der Alpen, da gibt es eben wenige Individuen. Wir haben gesehen, es kann lokal solche Sommerpopulationen geben. Natürlich ein warmer Sommer, dann sind die Bedingungen gut für ein, zwei, drei Populationen, Generationen von diesen Mücken. Aber diese Mücken haben keine Relevanz, was Krankheitsübertragung betrifft bei uns. Keine Relevanz. Wir müssen keine Angst haben vor ihnen. Dann ganz interessant, ein anderer Aspekt mal, das war ein Interview mit einem Psychiater, die unnötige Angst vor der Tigermücke. Das ist ein Tessiner Psychiater, der hat gesagt, ja, Neues löst natürlich immer Ängste aus bei den Leuten, eben auch neue Mückenarten. Und er hat, das ist interessant, auch gesagt, das ist auch ein Medienproblem, dass die Medien eben mit diesen dauernden Nachrichten diese Angst auch schüren. Finde ich jetzt noch ein interessanter Aspekt, nicht naturwissenschaftlich, aber ganz interessant. Eben, Zürich kämpft gegen die Tigermücke. Es gibt Kämpfe auf der Welt, das sind wirkliche Kämpfe, aber das ist kein Kampf. Gut, dann die NZZ auch hat dann irgendwann geschrieben, die Tigermücke geistert in den Köpfen herum, finde ich eine sehr schöne Formulierung. Und dann die Formulierung darunter, andere Plagegeister wie invasive Ameisenarten oder Bettwanzen, auch wieder aktuell, vermehren sich in Zürich munterer, finde ich sehr schön. Die vermehren sich munterer wie diese Tigermücken. Die haben das sehr schön illustriert mit diesem Bild aus Malaysia. Da ist eine Raubfliege, die große Fliege, die frisst eine Tigermücke. Also wiederum der Nutzen dieser. Also vielleicht müssen wir das alles ein bisschen relativieren.
Gut, ein Modell in der Zukunft, wiederum alle Modelle sind falsch und so weiter. Das wurde in Tessin gemacht, 2035 mit der Klimaerwärmung, dann dreht sich das aus, 2060 natürlich, wenn es noch wärmer wird, logischerweise, dann gibt es mehr Gebiete, die besiedelt werden können von der Tigermücke. Wenn das aber wirklich so weitergeht, wenn den Klimawandel nicht stoppen werden, dann werden 2060 noch andere Probleme haben. Die Wälder sehen dann vielleicht so aus, werden dann auch andere invasive Pflanzenarten haben. Vielleicht gibt es dann tropische Zecken, die uns belästigen werden, tropische Vögel, vielleicht auch tropische Schlangen. Schlangenbisse, ganz etwas Gefährliches. Gut. Okay, gibt es denn überhaupt Pathogene, die von Stechmücken übertragen werden bei uns in Europa? Kennen Sie etwas? Müssen wir vor irgendetwas Angst haben, wenn wir im Sommer draußen sind, irgendeine Krankheit? Malaria gab es mal in der Schweiz. Ja, gab es mal in der Schweiz. Das sind dann Rudolf Geigi, Ziba Geigi, heute Novartis-Gründer. Die Schweiz war offiziell malariafrei 1966. Da gab es natürlich schon lange keine Übertragung mehr. Aber Sie sehen in dieser Grafik, also Malaria-Übertragung gab es bis nach Nordskandinavien. Also Malaria gab es mal bei uns, aber seit einiger Zeit nicht mehr, oder? Bei uns gibt es ein anderes Virus, Usutu-Virus, das befällt Vögel, wird von Stechmücken übertragen. Da gab es den ersten Fall 2006 im Zoo in Zürich, wo viele Vögel gestorben sind, vor allem Eulenvögel sind umgekommen. Wenn sie im Zoo Zürich sind und die Eulenvögel sind nicht draußen, dann ist es wegen Usutu, dass man sie drinnen lässt, um sie vor den Stechmücken zu schützen. Weil das kommt alle sechs Jahre etwas, kommt es wieder, sehen Sie, sechs Jahre später Massensterben der Amseln, dann wieder sechs Jahre später das Usutu-Virus tötet mehr Amseln als zuvor. Überträgermücke ist nicht die Tigermücke oder sonst invasive Mücke, das ist unsere banale, einheimische Hausmücke. Also es braucht keine tropischen Mücken, um eben so etwas zu verursachen. Das Westnil-Virus habe ich kurz erwähnt, das zirkuliert zwischen Vögeln, die meisten Vögel haben überhaupt keine Symptome, wird von Stechmücken übertragen. Auch wieder Culex pipiens, unsere triviale Hausmücke, die es überträgt. Das Virus kann auch auf Mensch und Pferd übertragen werden. Beim Mensch kann es dann ähnlich wie bei Dengue, und das ist eigentlich typisch für viele solchen Viren. Sie sehen, der größte Teil ist eigentlich symptomlos oder so ein bisschen Grippe, erkältungsähnlich, also nichts Schlimmes eigentlich. Sie werden das nicht diagnostizieren. Selten ist es dann, gibt es da neurologische Komplikationen. Sie sehen, die Letalität ist 1 Promille, also jede tausendste Person stirbt daran. Das tönt auch nicht viel, aber man möchte natürlich nicht diese tausendste Person sein. Also man muss das natürlich schon ernst nehmen. Gut, das Interessante, das hat sich vermehrt, das kam schon immer in Südosteuropa vor. Die ersten Fälle in Italien bei Menschen dann 2008, dann die ersten Fälle in Österreich 2014. Ich habe Ihnen auch die Fälle vom letzten Jahr angeschrieben, Deutschland 2019, Holland 2020. Und auch das waren Regionen ohne diese tropischen Mücken. Das sind wieder unsere einheimischen Mücken, die das übertragen. Sehen hier die Fälle letzte Woche in Europa, 720 diagnostizierte Fälle. Davon 7% Todesfälle. Erreger steht vor der Tür, eben, es kommt rundherum vor, auch in den nördlichen Nachbarländern. Und dann tatsächlich letztes Jahr wurde in Stechmücken wurde dieses Virus nachgewiesen. Aber bisher gibt es keine Übertragung in der Schweiz auf Mensch oder auf Pferde. Gut, dann gibt es Pathogene, die von anderen Insekten übertragen werden. Kennen Sie da etwas? Ich kann gleich vorwegschicken, wir sprechen nicht von Zecken. Da gibt es Pathogene, Zecken sind nämlich Spinnentiere, sind keine Insekten. Also was gibt es da? Blauzungenkrankheit, haben Sie vielleicht gehört, vielleicht auch nicht. Das ist eine Erkrankung von Tieren, von Schafen, die typisch diese blauen Zungen haben, durch einen Sauerstoffmangel, ist eine zu bekämpfende Seuche und die wird von Gnitzen übertragen. Gnitzen, das sind andere Insekten, das sind die kleinsten blutsaugenden Insekten, englisch No-Siams. Also sie summen um den Kopf, aber man sieht sie nicht, weil man denkt, man ist auf Stechmücken fixiert und sie summen, man sticht einen, aber man sieht sie nicht. No-Siams oder Eier sind sehr versteckt oder entwickeln sich so in schlammigen Plätzen und die sind sehr unspezifisch. Es gibt sogar Gnitzen, die an blutgesogenen Stechmücken Blut nehmen. Ja? Also schon fast wie die Nützlinge eigentlich. Ja? Gut, das sind Lästlinge. Wer schon mal im schottischen Hochland war im Sommer, kennt diese Highland Midges. Das ist wirklich die Pest, oder?
wenn Sie es noch nicht haben, müssen Sie unbedingt gehen und das erleben. Schottisches Highland. Es gibt dann auch diese lokalen Reaktionen. Beim Pferd kann es ganz üble Ekzeme geben, als Reaktion auf den Speichel. Und das sind wiederum Vektoren von vielen Viren. Blauzungenkrankheit habe ich erwähnt, ich gehe ganz kurz durch, weil das sind wirklich ganz spannende Pathogene. Blauzungenkrankheit, das ist eine Krankheit aus Afrika. Und in Afrika gibt es sehr viele solche Knitzenarten, aber nur eine einzige Art, diese Culicoides imicola, überträgt dieses Blauzungenkrankheitsvirus. Man hat dann gesehen, dass diese Art sich nach Norden ausgebreitet hat. Irgendwann ist sie über das Mittelmeer gesprungen und dann war natürlich die Angst, dass sie immer weiter nach Norden geht und irgendwann kommt auch dieses Virus mit dieser neuen afrikanischen Art. Was dann passiert ist, diese Krankheit ist ausgebrochen in den Niederlanden, in Maastricht gab es die ersten Fälle, hat sich dann rasant verbreitet über Europa. Mehrere hunderttausend, vor allem Schafe, sind da verändert an dieser Krankheit. Sie sehen Letalität, je nach Schafrasse, bis 70%, das ist eine schlimme Krankheit. Und das Erstaunliche war, das hat niemand vorhergesehen, dass einheimische Knitzen können effizient ein tropisches Virus übertragen. Niemand hat mit dem gerechnet. Das war völlig aus heiterem Himmel. Es braucht keine Koevolution, die muss nicht aneinander gewöhnen, sondern einfach das Virus kam hierher und da gab es einheimische Knitzen, die bestens geeignet waren, dieses Virus zu übertragen. Hat niemand damit gerechnet. Die sind sehr häufig in der Schweiz. Das ist eine Falle, UV-Falle. Sie sehen da, das war in Basel-Land. Da fängt man also 10.000 solche Knitzen pro Falle pro Nacht. Wenn wir 50 Stechmücken fangen, ist das viel. Also da 10.000 pro Nacht. Ja. Vorteil ist, sie gehen nicht auf den Menschen in der Schweiz. Im Gegensatz, die Arten bei uns, die stechen nicht den Menschen, aber eben gehen sie in die Highlands nach Schottland. Dann wurde innerhalb von drei Jahren mussten alle Tiere obligatorisch geimpft werden. Obligatorische Impfung hatten wir kürzlich auch die Diskussion in einem anderen Zusammenhang. Bei Tieren macht man das einfach. Ja. Die Schweiz wurde wieder frei, es gab dann noch ein paar wenige Fälle letztes Jahr, aber es ist eigentlich kein Problem mehr. Jetzt aber dieses Jahr gab es in Holland wieder einen Ausbruch von einem anderen Typ, BTV3, nicht 8 wie vorher. Wiederum, Sie sehen da, die holländische Zeitung, die Schafe sind meist nicht mehr zu retten. Das ist eine ganz schlimme Krankheit, vor allem bei Schafen, noch kein Impfstoff verfügbar. Dann gibt es auch neuartige Viren, die durch Knitzen übertragen werden. Das ist dieses sogenannte Schmallenberg-Virus. Das führt bei Lämmern und Kälbern zu Missgeburten. Das ist aufgetaucht in einem Ort, der Schmallenberg heißt. Sie sehen links oben Dortmund, dann irgendwo in der Mitte ist Schmallenberg. Die Virologinnen und Virologen haben die merkwürdige Angewohnheit, Viren nach ihrem ersten Entdeckungsort zu benennen, also Schmallenberg-Virus. Die hatten keine Freude dort, weil es auch ein bisschen Tourismusgebiet. Also Neues Virus, eben, und das haben wir das genetisch analysiert und gefunden, das ist eine Mischung von einem bekannten afrikanischen und einem asiatischen Virus. Eine Mischung von zwei Viren und das taucht plötzlich in Deutschland auf und wird von Knitzen übertragen. Also unglaublich, oder? Unglaublich. Unsere Presse dann, Tagesanzeige, neue Viehseuche, immerhin, also so gleiche Bedeutung wie Fahrer aß Joghurt am Steuer. Bisschen mehr. Und dann natürlich der Fehler wird von einer tropischen Mücke übertragen. Nein, es wird von einheimischen Knitzen übertragen. Gut, dann eine weitere Verbreitung von Viren. Es gibt dieses epizootische hämorrhagische Krankheitsvirus, ähnlich wie Blutung. Das kommt in Nordamerika vor, in Asien kam es vor. Dann plötzlich in Europa dieses Jahr erster Fall von dieser Krankheit. Illustriert mit einer Stechmücke. Es sind Knitzen, die das übertragen. Dann hier immerhin dann richtig erwähnt Biting Midges. Sie haben dazugelernt, die Presse. Und dann am 11.10. vor 16 Tagen dann der erste Fall in der Schweiz. Erster Fall in der Schweiz. Das BLV, das Bundesamt für Veterinärwesen, hat reagiert, hat eine Verordnung gemacht und unter anderem verboten, dass lebende Tiere ausgeführt werden können, die empfänglich sind für dieses Virus. Das trifft die Landwirtschaft natürlich schwer. Aber dann Entwarnung. Letzten Dienstag, diese positiven Fälle, das waren Laborfehler. Sind auch nur Menschen im Labor arbeiten, also Laborfälle, die waren negativ und eben das gab es Entwarnung, eine große Erleichterung für die Landwirtschaft. Nächstes Jahr wird das Virus da sein. Also das ist jetzt ein Aufschub. Jetzt ist die Knitzensaison vorbei. Es wird langsam Winter.
keine Gefahr mehr, aber nächstes Jahr, ich zweifle nicht, dass wir dieses Virus in der Schweiz haben werden. Also ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass die Knitzen die eigentlichen Stars sind. Die eigentlichen Stars sind der Insekten. Mindestens was Übertragung von Krankheitserregern angeht und halt leider nur im Veterinärbereich. Ich hoffe, es gibt auch einmal ein Virus, das auf Menschen geht, von Knitzen übertragen wird, damit sie die Bedeutung kriegen, die sie verdient haben. War das zynisch? Okay. Ich nehme es zurück. Gut, wie schützt man sich von Kleider? Ganz kurz, lange, helle Kleider. Dann eben mit Netzen kann man sich schützen. Man kann auch ein bisschen innovativ sein, wenn man gerade kein Netz dabei hat. Ja. Dann gibt es natürlich diese Repellenzen, diese Mückensprays, die da 4 bis 8 Stunden wirken. Da möchte ich jetzt ganz kurz ein Forschungsgebiet von uns anführen, und zwar neue Kontrollmöglichkeiten. Wir untersuchen, ob man natürliche Hautbakterien brauchen kann, um repellent, um abstoßend zu sein gegen diese Insekten. Nun, wir finden und stechen Insekten, ich habe es kurz erwähnt, das ist eigentlich unser Körpergeruch. Körpergeruch entsteht durch den Abbau von Schweiß, durch unsere Bakterien, die wir auf der Haut haben. Frischer Schweiß riecht nicht. Der wird dann abgebaut. Jeder Mensch hat unterschiedliche Zusammensetzungen von diesen Bakterien auf der Haut. Deshalb riecht auch jeder Mensch etwas anders. Und man sagt, man kann jemanden nicht riechen. Und das hat tatsächlich seinen Grund, eben, dass Menschen unterschiedlich riechen aufgrund dieses unterschiedlichen Abbaus des Schweißes. Das wurde untersucht. Sie sehen hier 48 Personen wurden untersucht. Links sind diejenigen, die abschreckend waren auf Mücken in Rot, und dann unterschiedlich wurden, die waren dann unterschiedlich anziehend. Ganz rechts waren die Leute, die am meisten gelitten haben unter eben Stechmücken, die waren sehr attraktiv. Die Leute links abschreckend, rechts waren sehr attraktiv. Man hat dann das weiter untersucht und hat gefunden, dass Leute, die weniger attraktiv sind, die haben sehr viele unterschiedliche Bakterien auf der Haut. Natürlicherweise, können wir nicht ändern. Diejenigen, die stark attraktiv sind, die hatten nur ganz wenige unterschiedliche Bakterienarten. Und das hat man weiter analysiert, hat gesehen, dass bei den weniger attraktiven, da dominieren diese Gruppe von Bakterien, Pseudomonaden, bei den stark attraktiven ist eine andere Gruppe, die sehr stark dominiert. Das könnte man natürlich ausnutzen, man hat das ursprüngliche Hautmikrobiom, man gibt Bakterien dazu, die eben repellent sind, und dann könnte man einen Schutz kriegen, dass man eben nicht mehr attraktiv ist für Stechmücken und Knitzen. Und die Vorstellung ist auch, dass das etwas länger anhalten könnte, Repellenzien, ich habe es gesagt, 4 bis 8 Stunden, das könnte vielleicht 1-2 Wochen anhalten. Gut, wir haben das ein Projekt gehabt, wir haben das bei Schafen untersucht. Moment, schnell. Das sollte jetzt eigentlich ein Video sein. Das ist die Doktorandin von uns, Stephanie Jost, die hat da Proben genommen, da von der Haut von Schafen, von 3 verschiedenen Schafrassen, hat das dann analysiert, da rechts mit diesen bunten Grafiken, das sind unterschiedliche Bakteriengruppen, die da auf unterschiedlichen Höfen vorkommen, und eben rechts unten bei unterschiedlichen Rassen. Wir haben dann solche Hautbakterien isoliert auf solchen Medien, haben die dann getestet in einem ganz einfachen Test. Sie sehen hier das Rote des Blut. Da ist ein Gefäß drin mit einer Membran. Auf dieser Membran sind diese Bakterien, und dann testet man, ob diese Knitzen, die wir da reinsetzen, ob die durch diese Membran Blut nehmen oder ob diese Bakterien eben abschreckend sind. Wir haben verschiedene Bakterien ausgetestet, und ich zeige Ihnen hier die Resultate. Und Sie sehen das Bakterium E, das hat eine Reduktion der Fütterungsrate von 84%. Ich sage Ihnen nicht, wie das Bakterium heißt, weil wir müssen das zuerst publizieren und so weiter. Betriebsgeheimnis bei uns. Okay, also zusammenfassend jetzt, vektorübertragene Krankheitserreger, das hat sich schon immer geändert, Malaria ist verschwunden in der Schweiz, neue Krankheitserreger können kommen, das ist nichts Neues, dass sich das ändert, das gab es schon immer. Das ist nichts furchtbar Neues in unserer Zeit. Ich habe hier einige Faktoren aufgeschrieben, wir haben einige dieser Aspekte angeschaut, Globalisierung, die Leute reisen wie verrückt, Material wird hin und her transportiert, wir haben diese Aedes-Mücken mit diesen trockenheitsresistenten Eiern, die in die ganze Welt verschickt werden können. Es gibt neue Pathogene, es gibt eben diese invasiven Stechmücken, das sind ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, dass sich eben diese Lage schon immer gewandelt hat und immer wandeln wird. Ökologische Veränderung, das ist etwas Neueres dann. Sie sehen diese Renaturierung, also das sind natürlich dann attraktive Gebiete,
das eben für Stechmücken, auch für Zecken zum Beispiel. Rechts sehen Sie diese Renaturierung, diese Freisetzung in diesem Bach. Rechts auch wieder, das sind dann nicht Stechmücken, das sind dann eher Kriebelmücken, die dort vorkommen. Auch Zecken können dort vorkommen. Etwas Neues in den Städten sind diese Greening Cities, dass man die Fassaden und die Dächer begrünt. Da gab es eine Umfrage in Tokio. Sie sehen das, in Japan muss man seit 20 Jahren muss man diese Begrünung machen. Gab eine Umfrage. Positiv an diesen Begrünungen sind Luftqualität, es sieht schön aus. Negativ, es hat Stechmücken. Das andere dann, etwas näher bei uns, ist diese Schwammstadt, Hitzeminderung. Man versucht, Regenwasser zurückzuhalten, damit es langsamer verdunstet und durch das die Städte etwas abkühlt. Können Sie sich das so vorstellen, irgendeine temporäre Pfütze, Stechmücken. Also diese Schwammstadt, das wird sicher zu einer Zunahme von Stechmücken, wohl auch von Zecken führen. Gut, und ganz schluss natürlich der Klimawandel, selbstverständlich. Wenn es wärmer wird, dann werden wir Tigermücken haben, wir werden auch andere Organismen haben. Also das müssen wir gar nicht bestreiten. Klimawandel gibt es, aber ist eher ein langsames Ereignis. Aber eben ist ganz klar, wenn wir 12 Grad Durchschnittstemperaturen haben und so weiter, keine kalten Winter mehr, dann werden auch wir Tigermücken haben. Im Moment haben wir es nicht. Klimawandel, eben Durchschnittstemperatur, das ist die Abweichungen letztes Jahr, 2022. Es war viel zu warm in der Schweiz. Es war das wärmste Jahr in der Geschichte, seit man die Klimadaten aufzeichnet. Aber es war auch sehr trocken. Und wenn es sehr trocken ist, bedeutet das, es hat keine Brutplätze für die Stechmücken. Also nicht je wärmer, desto mehr Stechmücken, es muss auch noch Wasser haben. Gut, Titel war unsere Zukunft mit Stechmücken Co. Was ist also meine Prognose? Könnten Sie eine Prognose stellen? Jetzt bin ich schon zu weit. Also meine Prognose ist, schauen Sie in eine Kristallkugel. Ich kann auch nicht mehr sagen. Es ist so komplex mit all diesen Faktoren, die wir jetzt gehört haben. Ich kann es nicht sagen. Dann spezifisch zu Prognosen fällt mir immer dieses Zitat ein. Es ist schwierig, Vorhersagen zu machen, vor allem, wenn Sie die Zukunft betreffen. Gut, Schutz vor vektorübertragenen Krankheiten. Eben vielleicht werden wir in Zukunft zu diesem Repertoire auch noch Hautbakterien haben, die Sie aufsprayen können, die Sie dann vielleicht eben hoffentlich 2 Stunden schützen können. Das andere ist natürlich die Impfung, dass man sich, wenn möglich, schützt gegen Krankheitserreger, gegen die man impfen kann. Also dieser persönliche Schutz, das ist für mich die Zukunft. Und die Zukunft kann nicht mehr sein, dass man großflächig Insekten abtötet, mit Insektiziden, weil, das kennen Sie auch, Insektensterben ist ein ganz großes Problem. Nicht nur Insektizideinsatz, auch die Intensivierung der Landwirtschaft trägt natürlich dazu bei, aber Insektensterben ist ein ganz großes Thema und wir können nicht mehr großflächig Insekten vernichten. Gut, ich habe doch noch ein anderes letztes Zitat von Markus Werner, ein sehr exzellenter Schriftsteller, Thurgauer, dann leider sehr früh schon in Schaffhausen verstorben. Er hat nur 7 Bücher geschrieben. Ein exzellenter Schriftsteller, liebes Herr Gott. Froschnacht, das ist eine Vater-Sohn-Geschichte. Und daraus habe ich ein Zitat, vielleicht aus dem Zusammengerissen, kann ich nicht mehr sagen, das geht so. Zahnschmerzen wird es immer geben, Stechmücken auch, sogar im Paradies, gut so. Lesen Sie das Buch und dann sehen Sie den Zusammenhang. Gut, das wäre es gewesen. 1 Minute überzogen. Ich habe da noch ein paar Sachen eben mitgebracht. Ich habe einen Käfig, da können Sie diese 3 Mückenarten, die wir besprochen haben, können Sie anschauen. Männchen und Weibchen, buschig versus nicht buschige Fühler. Habe ich Knitzen gebracht, die sind sehr klein, dass Sie einfach das Größenverhältnis sehen, wie viel kleiner als Stechmücken die sind. Ich habe Gefäße mit Larven und Puppen und eben, wenn Sie möchten, können Sie solche Styroporblöcke für den nächsten Sommer mitnehmen, damit Sie Ihre persönliche Überwachung der Stechmücken in Ihrer Umgebung machen können. Vielen Dank für Ihre Geduld und für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank für diesen spannenden und sehr lebendigen Vortrag. Ich fand es noch sehr interessant, wie jetzt Stechmücken und Knitzen ihren Wert finden. Ich glaube, ich darf das erzählen, es ist nichts Privates. Früher war es so, wenn ich am Waldrand war, meine Frau wurde immer zerstochen.
Und dann wurde sie schwanger und seit da werde ich zerstochen. Jetzt versuche ich das zusammenzubringen mit dieser Bakterienkombination. Also während der Schwangerschaft oder nachher prinzipiell? Also es kann zwei Aspekte haben. Das eine ist eben, die einen Personen sind attraktiver wie die anderen. Ob sich das ändert, das dann wäre ein interessantes Forschungsgebiet. Eben, dann müssen wir diese Bakterien überprüfen, natürlich über viele Jahre, ob sich das ändert. Das andere ist aber auch, man kann natürlich auch tolerant werden. Dass Leute, das gibt es auch, oder? Dass Leute finden, ich werde gar nicht gestochen, aber sie werden gestochen, aber sie reagieren einfach nicht. Vielleicht hat sich auch das bei dir eingeschlichen, dass du einfach tolerant wurdest und er nicht. Das zärtliche Wort. Das ist der andere Aspekt, aber eben, dass sich das ändert, das wäre ein gutes Projekt, dass man Personen über viele Jahrzehnte untersucht und auf ihre Haut Mikroflora anschaut, ob die sich ändert. Ja? Ja, das ist die Frage, wie viele durchschnittliche Stiche hatten Sie früher pro Tag und ist das statistisch signifikant, wenn Sie jetzt das Gefühl haben, es seien weniger. Das ist mir auch nicht bekannt, wäre auch ein interessantes Thema. Eben, es sind einfach die Hautbakterien, ob die sich ändern durch solche Eingriffe. Was ich weiß, ist, dass diese Hautbakterien, das ist sehr robust. Deshalb sage ich, wenn man ein zusätzliches Bakterium drauf gibt, dann bleibt es vielleicht 2 Wochen und dann ist wieder sind wieder die alten Bakterien, die dominieren. Aber das ist auch, ja, Sie sehen, es gibt noch so viel zu untersuchen mit diesem Hautmikrobiom. Kann auch sein mit den Aktivitäten eben, dass man vielleicht etwas weniger aktiv ist, weniger Schweiß produziert, ich weiß es nicht, das könnte auch dazu beitragen, unter bestimmten Bedingungen, dass das auch eben zu einer wenigeren Attraktivität beiträgt. Sie können sich mit sehr viel Parfüm können sich unattraktiv machen für eine Viertelstunde. Nein, es gibt sehr viele solche Duftstoffe, die auch in verschiedenen Ländern gekauft werden, natürliche Duftstoffe. Vieles wirkt tatsächlich, aber einfach nur sehr kurz, weil das sehr flüchtig ist und nach einer Viertelstunde ist es weg. Und diese Mittel, die ich gezeigt habe, die sind so EU-geprüft und die wirken mindestens 4 Stunden. Die haben wie ein Label, das wirkt mindestens 4, maximal 8 Stunden. Es gibt viele Stoffe, die wirken. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß es von Inuit, sagt man heute, von Eskimos, da gibt es extrem viele Stechmücken im Sommer und die reagieren nicht mehr, die sind tolerant. Also wenn man in solchen Gebieten lebt mit viel Stechmücken, dann wird man einfach tolerant, sonst überlebt man es nicht. Oder? Und dann ist auch das Interessante, das habe ich jetzt nicht gezeigt, also diese Stechmücken, nur ganz wenige normalerweise, tragen auch Pathogene in sich. Die Faustregel ist so 1%. Also Anopheles-Mücken übertragen Malaria, aber nur etwa 1% dieser Mücken hat dieses Pathogen in sich. Das heißt, wenn sie in tropischen Ländern reisen und sie werden von 2 Anopheles-Mücken gestochen, dann ist die Chance klein, dass sie Malaria kriegen. Wenn sie aber eben so im wirklichen Leben dort leben, dann werden sie von 300 Stechmücken gestochen. Aber die Leute reagieren nicht auf den Stich, aber das Risiko ist natürlich praktisch eins, dass sie eben eine Infektion kriegen. Gut, das erste waren 3 Fragen. Das erste mit dem Licht, das ist ein Mythos. Das ist ein Mythos. Stechmücken werden nicht vom Licht angezogen. Das ist ein Mythos. Da sehen Sie das CO2, das ist das, was am weitesten wirkt. Aber das ist natürlich nicht spezifisch, oder? Spezifisch daneben ist der Körpergeruch. Und dann die 3. Frage, es ist halt Freitagabend, Entschuldigung. Das Gift, genau. Das ist, Sie spritzen da Proteine ein, die eben die Blutgerinnung hindern. Damit das Blut nicht gerinnt. Das sind nicht eigentlich Gifte, sondern die verhindern die Blutgerinnung. Das ist eigentlich das Gift. Und darauf reagieren wir, können wir auch reagieren oder eben nicht. Nein, also unser Tätigkeitsgebiet sind die sogenannten Vektoren, also eben Insekten, die Krankheitserreger übertragen. Ab nächsten Jahr werden wir auch eine Zeckenforschungslinie aufbauen. Also alle diese wir sind am Tierspital, also, und sind auch affiliiert an der medizinischen Fakultät. Also uns interessieren nur Insekten, die eben Krankheitserreger übertragen können. Die Hornisse, das sind andere Institutionen. Die sind gesund. Diese sogenannte vertikale Übertragung, die gibt es praktisch nicht. Also die Eier, eben das habe ich gesagt, also eine frisch geschlüpfte Stechmücke, die ist gesund, ist rein. Die muss zuerst stechen und dann ist man
frühestens beim zweiten Stich kann sie ein Pathogen übertragen. Stechmücken stechen so etwa alle Woche. Dazwischen legen sie Eier ab, dann stechen sie das nächste Mal. Frage, wie lange leben Stechmücken? Also so maximal vielleicht einen Monat. Also sie können vielleicht 3-4 Mal können sie Eier produzieren und stechen auch. Der große Ausnahme ist wiederum diese Gelbfiebermücke, weil es gibt die, die sticht fast täglich. Habe ich jetzt nicht, und deshalb ist sie so effizient. Andere Mücken stechen, nehmen Blut, dann produziert das Weibchen Eier, legt die Eier und dann nimmt sie das nächste Blut mal. Aber diese Gelbfiebermücke, die sticht dauernd. Das sagt mir jetzt nichts. Nein, das ist. Nein. Ist auch schwierig zu, wäre auch schwierig zu erklären, Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid kommt aus Verbrennungen. Das ist eigentlich ökologisch, macht das keinen Sinn in der Evolution, dass Stechmücken auf Kohlenmonoxid reagieren. Das war vielleicht ein Verschreiber. Müsste Kohlendioxid sein. Die sticht dann eben nicht mehr, außer es ist eine Gelbfiebermücke. Das ist bei uns nicht. Wenn sie am nächsten Tag wieder sticht, dann ist es eine andere Mücke. Eine Frage würde mich schon noch interessieren. Ändert sich irgendwie das Verhalten einer Stechmücke, wenn sie infiziert ist mit einem Krankheitserreger? Das ist eine sehr gute Frage. Das untersuchen wir zurzeit gerade. Und zwar, das ist der zweite wichtige Forschungsbereich von uns, ist die Temperaturpräferenz. Also welche Temperaturen haben die Stechmücken gern? Weil bei all diesen Modellen, da müssen Sie die Temperatur natürlich berücksichtigen. Und was die Leute machen, die nehmen die Temperaturen, die zum Beispiel Meteo Schweiz liefert. Nachts diese Temperatur, tags diese Temperatur. Das Problem ist, diese Temperaturmessstellen, die sind 2 Meter über Boden auf einer gemähten Wiese. Das ist die Definition. Und dort gibt es keine Stechmücken oder Gnitzen. Also wir untersuchen jetzt wirklich die sogenannten Temperaturpräferenzen von Stechmücken. Haben übrigens gesehen, dass die lieber kühle Temperaturen haben, ganz erstaunlich. Und wir haben jetzt auch geschaut, wenn Mücken infiziert sind mit diesem Herzwurm oder mit einem Virus, Sinkbissvirus haben wir untersucht. Und haben gesehen, dass die bei den Eininfektionen gehen sie lieber zu wärmeren Temperaturen. Das nennt man dann Behavioral Fever, also das ist ein Verhaltensfieber, um eben dies abzuwehren. Und bei der anderen Infektion gehen sie eher zu kühleren Temperaturen, um die Entwicklung dieses Pathogens eben zu bremsen im Körper. Das werden sie schon, aber ich denke, die werden geprüft an tropischen Stechmücken, als Ägypti, und dann werden sie gegen die Einheimischen sicher gleich lang halten. Aber richtig groß, ich denke nicht, dass das systematisch untersucht wird. Man nimmt eigentlich immer als Ägypti die Gelbfiebermücke als die schlimmste Mücke. Und ich denke nicht, dass das systematisch untersucht wurde. Ich würde es auch nicht erwarten, dass es da wirklich große Unterschiede gibt. Eben, aber wie gesagt, 4, maximal 8 Stunden. Da muss man das wieder auftragen. Eben sonst, ich habe, wenn wir dann nochmal nicht mal, eben schauen sich diese Mücken an. Ich habe es erwähnt, Männchen, Weibchen, verschiedene Arten. Sie haben auch Larven, dann haben sie hier auch Larven von den Gnitzen, die sich so wirklich schön schlängelnd fortbewegen. Die Larven sind viel größer wie die Adulten, ist auch mal interessant. Also schauen Sie sich doch noch an, wenn Sie Lust haben. Und da haben wir Stechmücken, Larven und auch Puppen. Das Interessante bei den Stechmücken ist, dass die Puppen sich auch bewegen. Normalerweise bei den Insekten sind die Puppen ja Ruhestadien. Hier können sie sich sehr stark bewegen. Ja gut, herzlichen Dank nochmals. Gut, herzlichen Dank. Ja.